Solange ein Geldbaum im Haus gedeiht, sollen Wohlstand und Glück nie ausgehen. So die Bedeutung und die Namensherkunft dieses Geldbaumes. In einem anderen Video habe ich euch ja schon riesige Exemplare des Geldbaums gezeigt, die zeigen können, wie erstaunlich, gigantisch und eindrucksvoll dieser Baum werden kann. Und dann kann nach einigen Jahren aus so einem kleinen Geldbaumableger so eine prächtig große Pflanze werden. In diesem Video möchte ich euch noch etwas zur Vermehrung der Geldbäume nennen, denn diese ist tatsächlich ganz einfach und so beeindruckend für mich, dass ich finde, dass das auf jeden Fall ein eigenes Video wert ist. Hier haben wir einen Geldbaum. Und diesen Geldbaum habe ich verwendet, um überall im Haus in verschiedenen Gefäßen, in denen sonst keine Pflanzen gewachsen sind, beziehungsweise auch welche eingegangen sind, eben neue Pflanzen zu integrieren. Verschiedene Ableger des Geldbaumes. Ich habe hierfür dann einfach Teile des Geldbaumes entfernt, solche Abzweigungen, hier solche Stücke, die kann man ganz einfach abschneiden oder abknipsen mit dem Finger oder mit einem Knipser. Und dann kann man sie ohne Probleme in neue Erde integrieren. Und das habe ich zum Beispiel hier getan. Und das habe ich auch hier getan. Die Erde war sehr feucht und hier hat sich zuvor eine Grünlinie befunden, die leider dann eingegangen ist aufgrund der hohen Feuchtigkeit. Und es hat mir so leid getan, dass hier dann keine Pflanze mehr drin war, dass ich irgendwann dieses Geldbaumstückchen hier eingesetzt habe. Und das war ursprünglich einfach nur eine Verzweigung. Eine Verzweigung, also ein Stück des ursprünglichen Geldbaumes. Und wie man sehen kann, hat er hier inzwischen sogar schon Wurzeln gebildet. Setzen ihn mal wieder hier ein. Und so habe ich hier ein Exemplar eines Geldbaumes integriert. Weiterhin habe ich auch hier ein Exemplar eines Geldbaumes integriert. Ich habe interessanterweise auch sogar mal nur ein Blatt eingesetzt. Und man kann sogar, weil ich wissen wollte, ob so ein Blatt auch wieder zu einer neuen Pflanze werden kann. Und man kann hier sehen, dass sich eine Wurzel gebildet hat an dem einzelnen Blatt des Geldbaumes. Ist das nicht erstaunlich? Das heißt, man kann sogar einzelne Blätter einsetzen, in der Hoffnung, dass neue Pflanzen daraus wachsen. Hier noch ein kleines Blättchen der Pflanze, die ursprünglich hier drin war. Ich hoffe, dass die Pflanze auch wieder zu neuer Kraft zurückkommt. Falls nicht, haben wir auch hier Exemplare eines Geldbaumes. Hier befinden wir uns in der Futterstation meiner Katze Senior. Und sie hatte hier immer ein Gefäß mit Katzengras, weil sie ein großer Freund von Katzengras ist. Aber das Katzengras hat in diesen Bedingungen hier nie standgehalten. Es ist kaputt gegangen oder es ist sehr nass geworden. Es ist gleichzeitig nass gewesen, aber irgendwie auch vertrocknet. Und damit ich nicht immer wieder Katzengras kaufe, hier einsetze, nur um dann festzustellen, okay, es geht immer wieder kaputt, habe ich mich auch hier bei diesem Gefäß dafür entschieden, einfach Exemplare des Geldbaumes einzusetzen, da der Geldbaum auch für Tiere bzw. Katzen nicht giftig ist und es gar nicht schlimm ist, wenn sie an diesem auch mal herumnagen. Und da kann ich euch auch was ganz Schönes zeigen. Hier sehen wir sehr eindrucksvoll die Spuren eines Katzenbisses an diesem Geldbaum. Und man kann auch sehr gut sehen, wie er selbst versucht, diese Stellen wieder zu heilen, indem sie hier antrocknen. Ich werde jetzt nicht jedes Geldbaumexemplar herausholen, um euch zu zeigen, dass sich Wurzeln daran befinden. Aber auch an diesen Exemplaren befinden sich auf jeden Fall Wurzeln. Ich habe, wie gesagt, einfach Stücke genommen, abgeschnitten, in die Erde gesetzt und gewartet. Und hier haben wir zwei Geldbaumexemplare, die jetzt hier gedeihen können. Nicht zuletzt habe ich auch hier beispielsweise bei diesen kleinen Gefäßen hier Exemplare bzw. Blätter des Geldbaumes eingesetzt. Ich meine, die sind runtergefallen von einem anderen Exemplar, um abzuwarten oder um zu schauen, ob sich auch hier eventuell Wurzeln bilden können. Wie gesagt, da bin ich noch nicht so erfahren. Bei dem einen Blatt scheint das ja eventuell geklappt zu haben, wie man es sehen konnte. Und wir werden sehen, wie sich das hier bei diesen Blättern entwickelt. Ob auch wir hier Geldbaumexemplare haben werden. Ansonsten ein Blick auf diese Fensterbank, die man sonst sehr selten sieht. Mit den verschiedenen Kräutern,
Philodendron, dem Weihnachtsstern und auch einem Glücksbambus. Also, zum Abschluss dieses Videos sei gesagt, nicht verzagen, den Geldbaum fragen, beziehungsweise Exemplare bei sich zu Hause einsetzen. Im letzten Video über den Geldbaum hatte ich es schon angeschnitten. Er benötigt sehr wenig Wasser, er ist wasserspeichernd, er ist sehr robust, er ist an vielen Standorten sehr gut zu halten. Und das bedeutet, und er ist natürlich eine Pflanze, die aufgrund ihrer Bedeutung bzw. ihres Ursprungs ja sogar noch etwas Positives mit sich bringt, nämlich Glück und Reichtum und Freude, möchte ich sagen, denn jede Pflanze bringt auch Freude mit sich. Genau, deswegen finde ich, dass das ein sehr schönes Exemplar ist, weil es eben ideal für viele verschiedene Gefäße, Standorte und auch für Menschen geeignet ist, die sich nicht so oft und vielleicht auch nicht so gerne um Pflanzen kümmern. Und es ist sogar nicht giftig für Haustiere. Da haben wir doch eine sehr schöne Pflanze. Ich hoffe, dass euch dieses Video hier gefallen hat zu den verschiedenen Ablegern bzw. Stecklingen des Geldbaumes. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen!